Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ja, wir sind hier jetzt letztes Mal stehen geblieben. Wir waren halt nur eigentlich da oben irgendwie. Haben hier alle besiegt. Hatten eigentlich da gespeichert gehabt. So, ich weiß jetzt nicht, warum ich da unten jetzt geladen habe. So, ich gucke mal, ob hier jetzt irgendwie was neu hinzukam. So, nachladen erstmal alles vielleicht. Ich bin froh, dass wir aber die Schurken da haben. So, haben wir hier eben. Wir haben nur 25 Bergungsgut. Also ich muss das eben für meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Wo Game Sound könnte auch kleinen Tick leiser gemacht werden. Ich weiß jetzt nicht, wie laut das für euch ist. Schnell reisen wollen wir ja jetzt nicht. Oh, da ist was. Da leuchtet was. Elsterblick ist wieder am Start. So. 2 von 2 Geocaches. Nice. Jetzt ist nur die Frage, wo mussten wir jetzt nochmal lang? Von hier kamen wir ja. Ne, hier. Die Sachen haben wir ja gefunden. Okay, von hier kamen wir, also da lang. Also umdrehen. So, ich lieb's irgendwie aber auch hier immer rumzuspringen. Ach ne, das ist ja ein Maschinengewehr, keine Schrotflinte. Müsste hier nicht auch noch irgendwie irgendwer kommen? Von oben zum Beispiel? Kommt mir sehr verdächtig vor. So. Und gehen wir hier durch. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Nice. Schon und wieder klettern. Und nur im Tempo. Großartig. Ja, nice. Erklimme den Funkturm. Da hoch. Es schneit auch ein bisschen und wir sind nur im Tanktop. Da holen wir uns Schnupfen. So, was haben wir da? 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zaum dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Ja, Matthias. Ich traue dem einfach irgendwie nicht. So, aber hier haben wir wenigstens wieder Schrott. Also Treibgut und da müssen wir durch. Vorsicht, heiß!
Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Das wird aber ganz und gar nicht gut für die Gesundheit eigentlich gehen. Für sie. So. Guck mal, wir haben eine ordentliche Wunde am Bauch. Waren mit dieser Wunde da unten. Nee. Das ist doch nicht normal. Mit der Wunde da unten am Bauch. An der Taille. Waren wir in sehr, sehr süffigem Wasser. Dann jetzt noch von Hitze in Kälte und so weiter. Die müsste eigentlich jetzt draufgehen langsam irgendwann. Also die müsste krank werden. Okay. Aber wenigstens haben wir hier speichern können. So, und jetzt? Okay, noch geschafft. Immer diese Quicktime-Events. Verdammt, wie viele sind es? So, Kopfschuss, da oben haben wir noch einen. Kopfschuss, perfekt. Haben wir noch irgendwo einen? Siehst du noch auf jeden Fall? Da oben haben wir welche. Nachladen. Ist er tot? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, Papala. So, dann wollen wir mal weiter. Ah, jetzt kommen sie von da. Okay, so geht's auch. So, was haben wir hier? Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so gebildet, sagen wir mal so. Ich hab da irgendwo jemanden gehört. Sie bückt sich auch schon wieder. Also ist hier irgendwo jemand. Nein, Feuer brauche ich jetzt nicht. Noch nicht. Da noch mehr? Ich weiß es nicht. Hi, Freddy. So, warte, einen Moment. Wenn du vor deinem Chef im Büro warst, dein Chef jetzt nach Hause geht und du immer noch im Büro sitzt, weißt du, dass Arbeit heute scheiße war? Oh. Mein Beileid. Aber ich kenn das auch. Das war bei meiner alten Arbeit in der Fertigung genauso. Da war ich auch
oft sogar vorm Chef da. Und erst nach ihm nach Hause gegangen. Und dann das Schöne war auch noch, dass man dann vom Chef auch noch eigentlich, wenn man auch gute Leistung liefert, trotzdem einen Arschtritt kriegt. Warte, so, ich pausiere das eben. Dass man von seinem Chef auch noch einen Arschtritt bekommt, das kenne ich auch nur zu gut. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass dann sowas dann scheiße ist, solche Tage. Fühle ich auf jeden Fall gedrückt. So, ich würde jetzt aber mal ein bisschen weiter abspielen hier. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Aber Freddy, ich hoffe dann, abgesehen davon, dass für dich der Tag dann ab jetzt wieder bergauf geht. Also. Und dass du dann morgen auf jeden Fall einen besseren Arbeitstag hast. Ah, toll, jetzt geht's wieder. Da oben sind sie. Okay, der war nice. Der auch. Wo kommst du denn her? So. Sind unten noch welche? Der ging daneben, aber. So, ich hoffe, der brennt jetzt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte. So. Da ist er doch. So. Aber dass Lara jetzt einfach nicht. Frieren. Oh nein. Was kommt jetzt? Aus dem Weg! Sie gehören mir! So, erstmal Muni holen. Wie bekämpfe ich den? Ich glaube so. Okay, das war's dann wieder. So. Aber Freddy, abgesehen davon, wie geht's dir? Also abgesehen von dem beschissenen Tag. Ich hoffe, abgesehen davon, dass es doch wieder gut geht. Komm ich da hoch? Nee. Wo war denn der Kantenmaler aktiv? Den habe ich noch nicht gelootet. Hier drinnen müsste es wieder warm werden. So. Machen wir hier einmal auf.
einmal alles nachladen. Haben wir. Bleib bei der Pistole. Ich mag die. Ich mag die lieber irgendwie als das Maschinengewehr. Da haben wir wieder Treibgut. So, und machen wir hier einmal auf. So, den hier einmal mitnehmen. Eine Plakette, wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person? Gehe ich mal von aus. Ich kann es eh nicht lesen. So, einen Moment. So. Ich glaube, ich muss hier irgendwie nach oben. Oh, warte, was haben wir denn da? Können wir das hier anzünden? Nee, okay, ich dachte, wir können das anzünden. So. Was? Neues Lager an der Funkturm? Ach, hier. Da haben wir ein neues Lager. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Wie hieß die Königin nochmal irgendwie? Die Insel heißt ja Yamatai und... König? Wir haben Fähigkeitenpunkt. So. Wo investieren wir das mal? So, Munitionkapazität, Gewichtheber. Ich gucke erstmal, was haben wir hier. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Was haben wir hier? Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Klettergewandtheit, verbessern Sie Ihre Kletterkünste. Ah, Rang 2 abgehärtet brauche ich dafür erstmal. Wo habe ich hier Rang 2 abgehärtet? Schuss, Munitionskapazität, Gewichtheber, ihre erhöhte Stärke ermöglicht ihnen die Mitnahme der maximalen Munition. Kann ich aber noch nicht nutzen. Dann hier, Schmerztoleranz, schmutzige Tricks, Rang 2 abgehärtet. Werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Angriff zu machen. Wird vielleicht einen sicheren Schuss machen. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen. Halten Sie auf geladene Bogenschüsse doppelt so lange. Neuen Fähigkeitsrang freigeschaltet. Glückwunsch, ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie Y in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Attackieren Sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. Ach, nice. So schaltet man das frei. Okay. Und dann hier Rang 3 Spezialisten. So, und dann haben wir hier auch noch ein bisschen was. Wir haben aber beim Bogen irgendwie. Ne, haben wir nichts. Das ist schon fertig.
Hier vielleicht mal gucken. Haben wir nicht genug? Schnellfeuermodus. Modifikationen am Abzug erhöhen die Schussfrequenz. Hier können wir. Beseitigt effektiv das Gas beim Feuern und verringert so den Rückstoß. Zwei mit Klebeband verbundene Magazine erhöhen das Nachladetempo. Ein polierter Auswerfer, der die Schussfrequenz erhöht. Finden Sie ein weiteres Teil, um ein Upgrade freizuschalten. Ah, okay. Ich würde lieber auf den Salbenmodus. Sie sparen Gewehr beim Feuermodus mit 3 Schusssalben. Halten Sie RB gedrückt, um den Modus zu aktivieren. Naja, dann würde ich eher hier was investieren, den Schalldämpfer vielleicht. Rücklaufbremse. So. Können wir Lara eigentlich umziehen? Eine bessere Kleidung geben oder so? Irgendwie. Ihr müsst gleich da oben doch arschkalt werden. Wohl, warte mal. Jetzt können wir zuhauen. Nice. Darauf habe ich gewartet. Okay, los geht's. So, ich hätte da an ihrer Stelle schon richtig Schiss. Und zwar genau deswegen. So, wie die Hand auch schön durch die Leiter da durchglitscht. Scheiße, da geht ja noch weiter hoch. Ich glaube, an ihrer Stelle hätte ich auch eine braune Hose angezogen. Denn nach dieser Kletterpartie, meine wäre definitiv danach braun. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Achso, ich muss jetzt drehen. Okay. Ich drehe mal ganz langsam. Daten an und warten Sie auf Antwort.
Sie haben das internationale Notsignal reaktiviert. Mayday! So, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon. Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Ach. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja, Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Ja, erstmal die Insel niederbrennen. Das ist eine gute Idee. Den Weg ist sie jetzt wieder runtergegangen. So kommt man definitiv runter. Ja, das auf jeden Fall. So, mal gucken, was wir da haben. Das sieht für mich nach Arena-Kampf aus. Oder? Treibstofftanks. Ich gehe mal zu dem. Ja, okay, das Ding können wir auch direkt benutzen. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Okay, ist doch kein Arena-Kampf hier. Gibt es sonst noch irgendwie was? Hier. Ein Toter. Hier ist eine zweite, aber die liegen hier schon ein bisschen länger. Und konnten bis jetzt noch nicht begraben werden oder beerdigt. Oder so in der Art. Hier haben wir Muni, die wir nicht mitnehmen können. Was haben wir da? Feuerstahl. Ah, perfekt. So sollte es gehen. So, Feuerstahl. Halten Sie X gedrückt, um die Fackel zu entzünden. Ah. Gibt es hier noch irgendwas? Noch eine dritte Leiche. So, Lara. Kami, einen Moment. Okay, jetzt muss ich steuern. Ne? Kann ich mal nach oben gucken? Heißt du nicht Ursula Seo? So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Also wo ich hinrücken muss. So.
Das gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Gleich 500. Ist ja auch eine Erfahrung. So. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ja, die Szene sah zwar richtig cool aus, aber einiges hast du verpasst, Kami. Vor allem auch, eigentlich, die müsste schon längst im Grab sein. Weil ihr wurde, das hatte ich auch vorhin auch noch irgendwann erklärt, ihr wurde ein schöner Dinosaurierzahnstocher dort in die Taille gestochen und dann kurz darauf. Die Katzenohren haben es richtig episch gemacht. Hm? So, und kurz darauf geht die durch eine kontaminierte Suppe schwimmen. Dann war die immer wieder im Wechsel zwischen heißen Orten und kalten Orten. Dann waren wir uns dann auch noch alles im Tanktop hier. Also die müsste schon längst an irgendwelchen Krankheiten gestorben sein. So, Trapez. Achso, ich muss hier rennen. Buba-Bonus. Ich weiß nicht, ob es, was sowas angeht, wirklich einen Tittenbonus gibt. Wieder zur Pistole. Ich mag die Pistole. Wie Airbags. Meinst du, ich muss mir auch Brüste wachsen lassen? Also wenn das ginge, ich würde es machen. Drei, eh? Ich brauche drei Brüste. Sehe ich jetzt nicht noch irgendwas. Also, Elzer Blick ist jetzt deaktiviert. So, springen wir rüber. So, kann ich das dann? Ja. Und neues Lager. Ist doch ein neues Lager, oder? Stürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie noch nicht. Das neue Lager ist woanders. Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Also jede Wette, wir finden hier irgendwo auch Laris oder Lee. Ah, Freddy. Ich glaube, ihr zwei werdet, was die Katzenohren angeht, gar nicht einig. Kann das sein? Perfekt. Hier drüben! Von der Seite.
So macht man das. Neue Ausrüstung erhalten. Seil. Natürlich. Einen Moment, ich bin gleich wieder bei euch. Wo ist denn der andere? Es muss einen Weg nach oben geben. Ach, die sind alle tot. So. Ja, aber... dass Lara die Kraft hat, einfach mal so ein Ding zum Einstürzen zu bringen. Da... das bezweifle ich. Vor allem, ich glaube, ich selbst hätte auch nicht einmal die Kraft, da drin zu kriegen. So ein Ding zum Einschuss zu kriegen. Obwohl, man weiß nicht, wie morsch das ist. So. Wir gehen einmal baden. Wir sind ja dreckig. Wir müssen uns einmal waschen. Okay, sauber will die nicht werden. So, gibt's denn noch jemanden? No. Natürlich ist der nächste jetzt runtergefallen. Und ja, hast zwar recht, in erster Linie macht Wasser eigentlich einen nur nass. Das stimmt. So, das müssen wir vielleicht hier rüberziehen. Ich bin mir nicht sicher, was ich machen muss. Ah, okay. Aber das Wasser hier müsste eigentlich einen schon eher sauber machen. Also zumindest das vorhandene Dreck wegspülen. Ob man dann nicht irgendwie ein anderes Dreck bekommt oder so. Das eine Dreck eher von dem zum anderen hier ersetzen. Wenn das Salzwasser hier ist... eigentlich müsste das eher Süßwasser sein. So Flüsse und sowas sind eher meistens Süßwasser. So, aber sollte das aus irgendwelchen Gründen Salzwasser sein, ja, dann kriegen unsere Klamotten eine ordentliche Salzkruste. Wenn die trocken. Stimmt, da hast du recht. Stört dich der Dreck? Einfach Dreck ersetzen. Dann stört dich der andere Dreck nicht mehr. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. So. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Irgendwie, ich möchte wegen Enshrouded hier die ganze Zeit Doppelsprung machen. Aber den Skill hat Lara halt noch nicht. Alles abbauen? Na, das auch. Siehst du, die Tür habe ich schon mal abgebaut. Die setze ich nachher irgendwo anders ein.
Erstmal random irgendwo ein Haus ansetzen. Ja, machen wir gleich noch. Also, warte mal. Ja, gut, Metall müsste das Flugzeug auch geben. Ich müsste einen Pfeil raufschießen können. Natürlich geht der andere jetzt weg. Und das Flugzeug können wir nachher abbauen. Wir suchen erstmal einen Weg dahin. Bestimmt hier entlang. Ich finde es interessant, dass Lara auch mittlerweile vollkommen automatisiert die Fackel anmacht. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday, hier Co-Pilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Ich glaube, ich hätte an Laras Stelle genau das Gleiche getan. So naiv, wie ich manchmal bin. Aber Ruff hat da auch schon irgendwie recht. So, apropos, ich habe einen Laden. Und noch einen neuen Fähigkeitenpunkt. So. In was investieren wir? Nahkampf, Jäger, Überleben. So. Plünderung. Finden Sie bei Totenfällen versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Ich würde das machen. Besser klettern. Kami, hast du jetzt schon mittlerweile einen Crush auf Lara? Also, soweit ich weiß, ist Lara noch Single. So, mit wem fangen wir an? Ich glaube mit ihm. Achso, der hat mich schon entdeckt und der andere ist schon abgehauen. Also dann wechseln wir hier drauf. Und der da hinten weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Zwei Teile für den Bogen gefunden. Perfekt. Der da hinten. So. Ja, was mache ich jetzt? Meine Freunde werden da hinten abgeschlachtet und ich komme nie mehr zurück, denkt er sich bestimmt. Der
Der denkt sich auch jetzt so wahrscheinlich, was machen wir jetzt? Hören wir auf? Gehen wir ein? Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Okay. Wo muss ich rein? Hier fängt es an zu vibrieren. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Nee, bestimmt von anderen Menschen. Ja, der Dude hat bestimmt Angst so. Er weiß nicht, wie er damit jetzt umgehen soll. Wo ist er denn? Da unten. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Ah, ein Geocache gefunden. Perfekt. So, kommen wir da hoch? Ja. Ne, aber das war auch irgendwie, ein richtig krasser Move jetzt gerade. Der ballert da eigentlich auf mich da hoch. So mit 1 Million Schuss oder so. Und ich komme hier einfach mal mit einem Schuss direkt. So, überlebe ich das? Nice. Lara, wir machen noch einen Entenassassin aus dir. Ein von drei Teilen für ein Gewehr gefunden. Okay. Wo muss ich überhaupt lang? Ich glaube, ich muss da lang. Eine Million Schuss für das, was wir fahren. Da ist das Signal. Genau, so ging das. Ich hab mich schon gerade. Wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Doch. Da? Hier rüber! So macht man das. Wo führt das hier hin? Vier von zehn Statuen erleuchtet. Ist das noch so eine? Ne. Da haben wir die. Ne. Die hatten wir schon. So, Elsterblick. Den Geocache nehmen wir auch nochmal mit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier schon mal waren. Aber anscheinend ja nicht. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt.
Keine Ahnung, was das ist. Wo muss ich... Ist da irgendwie was drin? Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Tanzende Pilze? Das würde ich gerne mal sehen. Waren wir schon mal hier? Weil das Ding ja am Brennen ist, aber wir haben das jetzt zumindest nicht heute angezündet. Wenn wir hier gewesen sein sollten. Nee, Hühnchen lassen wir am Leben. Ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht. So. Dann suchen wir uns den Weg wieder nach oben. So. Und hier. Vielleicht hier einmal gehen. Autsch. Kann ich da irgendwas machen? Gut, dann gehen wir mal hier einfach weiter. Geheimes Grab in der Nähe. Wo könnte das geheime Grab wohl sein? Komm, wir gehen da rein. Ja, Lara, mach alles wieder kaputt. Ja, eine nette Dekoration. Brauche ich auch zu Hause. Und ich rede nicht von den Kerzen. Lara? Genau. Moin, Ostrom. Alles klar bei dir? Optionales Grab, Halle des Aufstiegs. Ja, bei mir auch soweit alles klar. Bin heute kleines bisschen müde, muss ich sagen. Aber nicht, weil ich zu wenig geschlafen habe, sondern zu viel. Ah, hier haben wir. So. Rekorvé-Bogen. Waffe modifiziert. Provisorischer Langbogen zu Rekorvé. Warte mal. Nein, das war hier. Gemeistert, gemeistert. Schlüsselregenabzug. Abzug eines Schlüsselregen, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Mach ich mal. So, dann haben wir jetzt einen neuen Bogen. Perfekt.
Was passiert, wenn ich jetzt hier durchgehe? Okay. Das Pferd sieht nice aus. So, ich sehe mich hier erstmal um. Okay, jetzt habe ich gecheckt, wo, was genau passieren muss. Das Ding bewegt sich erst, sobald ich drauf war, oder wie? Okay. So. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Gehe ich mal von aus. Gibt's hier was? Was sagt der Elsterblick? Irgendwie noch von anderen Loot? So was in der Richtung. Ne, nur die Truhe. Grab der Halle des Aufstiegs gemeistert. Okay, ich dachte, das wäre ein Seil, wo ich mich dran runterhangeln könnte. War wohl nicht eben so. So, neuen Fähigkeiten. So. Können wir das machen? Versetzen Sie Feinde mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb? Ausweichkonter, weichen Sie einen Gegner aus, stoßen Sie ihm ein Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihm dann den Todesstoß. Pfeil ins Knie! Erinnert mich an Elder Scrolls. Also Skyrim. Feinde zu betäuben, indem Sie einen Pfeil ins Knie rammen. Weichen Sie mit B aus und drücken Sie Y, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht. Müssen wir bei Gelegenheit ausprobieren. So. Ah, da fehlen uns 10. Dann warten wir eben, bis wir die 10 Treibgut haben. Und jetzt noch mal durchs Dunkel. Karte aktualisiert, drücke, um Belohnungsort auf der Karte anzuzeigen. Okay, wir haben hier doch einiges übersehen. Wirklich so einiges. Müssen wir bei Gelegenheit alle nochmal absuchen. Da sehe ich schon was. Den Geocache haben wir.
So, jetzt haben wir die 450. Den zünden wir erstmal an. So. Kann ich irgendwas mit den Vogeleiern da machen? Ich glaube, da komme ich nicht hin. So, was haben wir hier? Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Okay. So, hier gab's Vogeleier. Kann ich damit was machen? Eierwilderin. Ja, wir haben eins von fünf Eiern gestohlen. Ja, Kami, du hast Eier gehört. Ich habe gerade ein von fünf Eiern geklaut. Ich muss darüber. Ja, perfekt. Ah, ich sehe schon, was da gleich kommen wird. Ich gehe mal von aus, er ist tot. So, erstmal Licht machen. Ob ich eins für dich mitklauen kann? Keine Sorge, beim nächsten Mal, wenn du am Stream bist, Kami, bewerfe ich dich wieder damit. Kein Problem. Du willst jetzt ein Bild von mir? Darauf sparst du jetzt? Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Nur als Info, warum ich das so mache mit der Kamera. Ich versuche irgendwie für Thumbnails auch irgendwie gewisse Positionen zu machen. Das Bild wird dann im Stream dann über Photoshop gemacht. Das wird dann so in ein Stream oder mehr Streams, je nachdem wie lange das braucht. Dann halt. Was geht jetzt nicht? Was? So, das wollte ich machen. Ja, das mit der Kamera, was ich gerade gemacht hatte, das war ja dann für Thumbnails. So, dass ich vielleicht ein paar Stellen habe, wie ich dann vielleicht ein paar gute Thumbnails machen könnte draus. Und das mit den Bildern wird dann über Photoshop gemacht. Das wird dann je nachdem, also... Das werden dann spontane Streams dann auch sein, so, also immer an unterschiedlichen Tagen, sagen wir so.
Außer mittwochs, donnerstags oder sonntags, weil da sind bei mir die feste Streaming-Pläne. Aber so, dass es dann vielleicht mal an einem Montag, Dienstag oder an einem Freitag, Samstag sein könnte, passieren könnte. Dass ich dann da anfange. Und das wird dann quasi so eine Art Wunschbild sein. Und ich hatte eigentlich gedacht gehabt, so, dass du oder andere, mehrere andere, eher auf den Level 100 Stream das sparen. So wie Hehl. Hehl spart ja auch drauf. Und das hast du woran gesehen, Lara? Oder woran erkannt? Ich frage, weil ich das wirklich wissen will, weil ich bin zu doof, um sowas zu erkennen. Ich würde sowas hier sehen. Und erster Gedanke, was mir einfallen würde, es ist alt. Ich wäre niemals darauf gekommen, dass das älter ist als die Kofun-Periode. Aus einem Grund, weil ich nicht weiß, was eine Kofun-Periode ist. Ich bin so ungebildet, was das angeht eigentlich. Finde ich schade. Eine Königin. Himiko? Kofun-Periode habe ich gerade verstanden kann. Genau, die Tofu-Periode. Unglaublich. Captain Jessup? Captain Jessup? Komm, Lara, sag nochmal Captain Jessup. Erstmal Japan-Studio starten, genau. Und herzlich willkommen, Oldcoin. Hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Ah, wir sind in meinem Keller. Okay. Warte mal, das will ich gleich zitieren. Also vorlesen, was du da zitiert hast. Die Kofun-Zeit ist eine Periode der japanischen Geschichte, die sich von etwa 300 bis 538 nach Christus erstreckt. Sie bildet die erste Hälfte der Yamato-Periode. Aus dieser Zeit stammen die namengebenden großen Schlüsselgräberanlagen. Zitat Internet. Also für die, die dann später auf YouTube das hier sehen, ihr wisst Bescheid. Hä? Paschi, ich finde, das gehört so. Und nochmal willkommen, Paschi. Also ich finde das, genau, das ist der besondere Charme. Ähm
Und mit irgendwas muss man ja auch die Metzger vor Ort hier versorgen. Wenn die Fleisch brauchen. Wie die Köpfe und Arme hier einfach rollen. An Harry Potter in den Toiletten. Hat die das erinnert? Okay. Das ist aber ein Uni gewesen, so wie ich das mitbekommen habe. Und kein Oder, weil... Ogas kommen hier, glaube ich, nicht vor bei Tomb Raider. Obwohl zumindest in den neueren Teilen nicht. Weil ich glaube, Ogas sind für Tomb Raider zu... unrealistisch, aber Oni, Dämonen und so weiter gehen klar. So, Schrotflinte. Hoffentlich funktioniert das Ding. Also ein Oni ist ein Oger. Also ab jetzt. Okay, Kami, wenn du meinst. Und ausprobieren, ob das funzt. Wir kriegen dadurch auf jeden Fall Treibgut. Ich hasse Gräber. Und das von Lara Croft, okay. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Warum nicht? Nein, sorry. Entschuldigung. Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ist das dieses Kloster? Bitte das nicht ernst nehmen von mir. Aber Wasser eingießen. Aber warum? Ein bisschen Schwarzhumor muss sein. Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie auf! Als rothaariger Hexer darf man sich das erlauben. Okay, wie schön die wegfliegen. So, alle tot? Ich denke. Okay, ich habe gerade gefeiert, wie die alle am Wegfliegen waren. Noch was oder irgendwen vergessen?
zum Teufel ist das? So, einmal Munition noch dazu. Und das haben die Oni nicht gehört. Interessant. Hier haben wir alles. So, Schrotflinte. Können wir hier irgendwas leisten? Nein. Hier irgendwas? Nö. Hierfür irgendwie was? Nein. Und das ist schon fertig. Okay. Schade eigentlich. So. Muni wieder voll. Perfekt. Also, bei dem Wind und Wetter hier, Lara müsste schon längst eigentlich tot sein durch irgendwelche Krankheiten. Okay. Was denn jetzt? Und der schon wieder. Okay, warte. Zuerst den da hinten. So, wo ist der andere? Stöhnt er so? Okay. So geht's auch. Muss irgendwas nachgeladen werden? Hier. Das hier. Alle geblutet? Nein, noch nicht. Aber genau, Blutvergiftung und alles Mögliche müsste eigentlich Lara haben. So, das Ding leuchtet. Der Weg hier raus war direkt unter ihnen. Komm, irgendwann geht das auf. Glaube ich.
normal vielleicht? Stoßlüften. Hm. Ganz genau, danach sieht das aus. Wenn es zu laut ist, sag bitte Bescheid, dann mach ich ein bisschen leiser. Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Warte. Da oben. Komme ich da irgendwie hin? Gibt es da einen Weg? Das einmal vielleicht kaputt zu machen oder so? Oder das da vielleicht? Warte, ich sehe schon. Die beiden müssen zuerst. Kann ich aber nicht mit der Shotgun. Also zuerst den. Die ganze Hütte stürzt hier schon ab. Alle geschafft. Ich habe jetzt so. So, jetzt die Glocke. Alter, dann mit dem Wind. Dass du in so einem Moment an deine Haare denkst.
Hallo? Hallo? Sam? Hallo? Sam, hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam? Sam! Ein Feuerritual. Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Roth, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. So, ihr Haargeheimnis, sie benutzt drei Wettertaft. Hier. Und, ja, wie das Funkgerät da. Ich wünsche mein Handy wäre auch sowas für dich. Aber ich habe gerade festgestellt, mein Kaffee ist leer. Ich würde mir eben noch ein neues machen. Dann wäre ich auch gleich wieder da.